So, wie sieht es... Oh. Oh. Du hast deinen Speer mal wieder verloren. Okay. Deathslayer, have you noted that once you have an active Arcanium and a squad that has reached level 2, you can assign a mascot to it? The mascots are apparently crafted through the squad's menu. Ah. Du kannst ein Maskottchen auswählen. Ein Hasser, ein Häcksler und ein Einigel. Ah ja. Ah, Bonus auf die Rüstung, Bonus auf Schaden. Jedes Truppenmitglied regeneriert alle 6 Sekunden 1 Punkt Aggressivität. Oh, das ist auch nicht schlecht. Gut, dann ersetzt du mal so lange den. Ja. Gut, wir haben schon mal 2 Punkte, die wir brauchen. Los, Leute, mehr Materialien. Damit ich euch langsam ausrüsten kann. Ja, für die verschiedenen Einheiten. Gerade mal gucken. 9 verschiedene. Ich kann noch 1, 2, 3, 4. Hey, das geht genau auf. Diese 4 hier fehlen mir noch. Wenn ich die freischalte, kann ich auch die beschwören. Oh, ich habe das Arcanum schon freigeschalten. Achso, ich wollte Dings Frieden und Beute eigentlich freischalten. So, aber jetzt erstmal ein Arcanum bauen. Sobald ich denn die Kohle dafür habe. Achso, das Arcanum war relativ teuer, gell? Ja. Da brauche ich erst die Materialien von... Super. Habe ich einen Haufen Materialien jetzt vergeudet oder was? Nein, die liegen noch da rum. Okay. Jetzt vergeude ich aber gleich einen Haufen Materialien. Und ich kann das Arcanum nirgendwo anbauen. Ah doch, hier kann ich es anbauen. Sehr schön. So. Oh, weil wir schon dabei sind. Trupp 2 besorgt mir noch mehr Materialien, dass wir eine zweite Vorratskammer bauen können. Hier unten hin wahrscheinlich, weil sonst ist nichts. Oh, sehr schön. Hier war es für den Extraktor. So, wieder Helden für den Extraktor. Sehr schön. Und das Arcanum ist fertig. 50 mehr Mana. Hm. Oh, ich kann mal mit Fallen anfangen. So, platzieren wir schon mal hier eine und hier eine Verlangsamungsfalle. So in den Weg, so. So, du bringst Materialien, damit können wir dann einen neuen Schatzraum, also eine neue Vorratskammer bauen. Die genau hier reinpasst, sehr schön. Am besten bauen wir gleich 2 von der Sorte. So. Ah, und wird mir jetzt angezeigt, wie viel... Ja, jetzt kriege ich für jeden Helden wirklich einen Punkt. Gut zu wissen.
Mehr Fallen? Mehr Fallen ist immer nett. Tränke? Nee, also auf jeden Fall Waffen. Und die Hexenmeisterin mal. Dann können wir die nämlich auch mal beschwören. Und können sie dann irgendwo als Ersatz reinpacken. So, jetzt aber schicken wir die Jungs mal dahin, dass wir hier den Durchbruch machen können und hier an die Truhe kommen. Eine Schatzgrube ist sau teuer. Da ist der Monsterbau, also der Thronsaal, billiger. Brauerei haben wir noch immer nicht freigeschalten. Helden betrinken. Kerker könnten wir noch freischalten. Ne, ich spare jetzt erstmal auf den Monsterbau. Schick die mal trainieren. So, mache hier den Durchbruch. Klopft den. Klopft die. Zerhäckselt sie. Wie auch immer. So, was ist hier drin? Ach, nur ein paar Hexenmeister. I have wings, don't I? So. I'm walking here. I'm walking here. Ein bisschen mehr Gold. Schicken wir mal die Truppen da außen rum. Ich weiß noch nicht, was man hiermit anfangen soll. Ob das irgendwas Nebenquest-mäßiges ist. Oh. Das war einer meiner Arbeiter. Macht nichts, holen wir uns einen neuen. So, und da draußen müssen wir Zutaten sammeln und wahrscheinlich neue Runen. Gut, gut, gut. Ich könnte natürlich auch hier das Ausheben freischalten. Das ist auch ziemlich mächtig, mehr Mana zurückzukriegen. Mehr Fallen ist böse. Wenn man die Fallen richtig platziert. So. Weg mit denen. Dann graben wir uns hier um die Ecke. So, und hier graben wir auch noch ein Stück weiter, weil hier ist recht viel Platz. Ach, am besten graben wir uns mal so rum. Hier können wir dann noch das Gefängnis hinsetzen und was sonst noch so gebraucht wird. Ja, der Monsterbau natürlich. So, kloppen wir uns erstmal mit denen und wandeln wir mal wieder Pilze um. Wir können nämlich sehr viele Pilze umwandeln, sehe ich gerade. Also die Rattenmenschen mag ich schon mal.
So, jetzt macht mich das doch mal neugierig. Grabt hier und grabt hier rein. Da war ein Schreckensfürst in der Truhe. You again? Well, certainly. I was passing through the forest on my way to the sunny beaches when I smelled a foul voice on the air. Ha, must be the Ratmen. Possibly my death slayer, but not me. I wear Lady Listerine's luscious gum lotion day and night. Now, what do you want? Why do you assume I want anything? Maybe I just dropped by to see how that evil scheme of yours is coming along. I'm actually on the way to visit my aunt in her summer house at the Sunny Beaches. Just a couple of houses away from the Sovereign's summer castle, in fact. What? The Sovereign has an estate there? Is it heavily guarded? Yes. I can show you exactly where it is, but as for guards, I don't know. If I were you, I would be more troubled with the KBI agents I spotted camping in the forest. Wouldn't surprise me if they are tracking you. KBI? Really? The Kingdom's body of intelligence? No, the Knighthood of Badass Incontinence. Yes, of course, the Kingdom's body of intelligence. I must go now, but I can show you their campsite if you wish. Oh, and have fun storming the castle. A new side quest has been added. Very special about that priestess, don't you think? If she were of royal blood, I might seriously. Anyway, I have marked the location of the summer castle on the world map. The KBI agents can be found in our dungeon. Go wreak some havoc, will you, Death Slayer? Erstmal muss ich gerade herausfinden, was hier abgeht. Also abgesehen davon, dass wir hier irgendwelche Seelen angreifen. So. Würde den da bitte noch? Oh, wir haben 50 Gold. Das reicht schon mal für die nächsten. Oh. Die Frage, was stecke ich hier rein? Monsterbau freischalten. Oder doch lieber erst den Minotaurus. Erst den Minotaurus freischalten. So, für den nächsten Trupp hätte ich gerne einen Rattenmenschen, einen Minotaurus, einen Priester. Ach, und eine Hexenmeisterin. So. So, hier sind Helden. Die könnten wir theoretisch auch abholen und extrahieren lassen. Heroes are entering your dungeon. Oh, Helden in meinem Dungeon. Die können wir extrahieren. Okay. Und wir könnten nebenbei mit genügend Material hier dem Trupp noch ein Maskottchen zuweisen. Okay, der Trupp sieht auch bereit aus. Ihr geht üben. Also ja, das war der Keller hier. Diese KGD-Agenten ausschalten. Königlicher Geheimdienst, so sehen die Fratzen auch irgendwie aus. Und wir könnten auch noch die die Residenz des Souveräns überfallen. Aber alles zu seiner Zeit. Mann, das ist so praktisch mit dem Hasser, die Aggressivität ist immer so hoch. So, die verklopft sich mal für Materialien. Noch eine kann man auf meinen Extraktor.